Die möchte ich nämlich mal so gerne haben. So, alles klar. Dann können wir uns jetzt hier nämlich wieder reinsetzen und langsam vorwärts rollen Richtung Stopperblock. Aber es dauert. Und jetzt kommen wir endlich auf Geschwindigkeit. Sehr schön. Dann sind wir auch wieder draußen hier. Hier müssen wir vielleicht nochmal irgendwas machen, dass wir das nochmal irgendwie einversetzen. Oder ich habe da noch ganz andere wilde Ideen. Dann müssen wir da mal sehen, wie wir das machen. So, jetzt erstmal wieder hoch. Ich will das ja sowieso irgendwann noch komplett umbauen, dass wir zweigleisig fahren können hier so ein bisschen. Das wäre ja wesentlich interessanter. Habe ich noch irgendwas an Fackelage hier? Es sieht aber nicht danach aus. Dann werden wir uns mal ein bisschen was fertig machen. Mit zwei komme ich nur nicht weit. Ich habe doch hier eben gerade noch Holz gesehen hier. Da, Holz. Ich hab's gewusst, da war noch was. Und wir haben auch haufenweise Kohle. Die möchte ich aber nicht benutzen. Ich möchte Holzkohle benutzen dafür. So, machen wir das mal so. 34 Stücke, die sollten erstmal lang, denke ich. Dann werden wir uns hier mal ein bisschen was rausnehmen. Und erstmal einen Arsch voll Fackeln fertig machen. So, das sieht doch schon mal nach was aus. Das möchte er gerne so haben. Das kann wieder raus und wieder dort oben hinein. In die gute Stube. Wir haben aber auch ordentlich was drin jetzt. Was hat er hier unten? Oh, da hat schon wieder anderthalb Stacks, hat er bald fertig hier. Beziehungsweise ein Viertel hat er jetzt erst. Das muss noch mehr werden. Gut, dann während der am Braten ist, können wir lieber nochmal ein bisschen auf Tour gehen hier unten. Halt! Halt! Na egal, fahren wir so geradeaus weiter, ohne Knopf drücken. Also ich finde das System hier echt nicht schlecht, muss ich sagen. So. Das kann man eben wieder weg. Und jetzt wühlen wir uns hier weiter, damit wir gleich noch ein Schienensystem weiterlegen können. Dann sehen wir weiter. Wir brauchen unbedingt noch neue Schienen. Dafür müssen wir aber erstmal wieder Eisen haben. Ja. Das wird hier wohl noch etwas dauern, bis dieser Tunnel fertig ist. Da möchte ich auch bis zum nächsten Meer kommen und mir dann wieder einen Tunnel durchs Meer bauen. Ja, da müssen wir mal gucken. Also wir werden hier ein weit verzweigtes U-Bahn-System bauen. Da haben wir endlich Eisen. Sehr schön, da haben wir noch mehr Eisen. Und noch mehr Eisen. Und noch was hier? Ja, da ist noch was drin. Noch mehr? Scheint nicht so gut. Dann bauen wir mal wieder ein paar Fäckelchen an hier. Oh, verdammt, das ist doch... Ich habe doch irgendwo noch eine Schaufel gehabt. Da ist sie. So, da haben wir ja hier ein bisschen was von dem Mistkies wieder drin hier. Das alte Dreckszeug. So, dann können wir hier ordentlich was rausnehmen. Da ist nichts mehr drin. Gut, dann wollen wir mal eben Fackeln platzieren hier. 1, 2, 3 Schuss. 1, 2, 3 Schuss. 1, 2, 3 Schuss. Erinnert so ein bisschen an mein Terraria-Let's Play. 1, 2, 3, 4, 5. Nächster. 1, 2, 3. Da. So, dann kloppen wir das hier auch erstmal alles raus. Erstmal die eine Seite fertig machen, damit wir hier ordentlich den Vortrieb schon mal haben. Ist aber auch Kies drin, das ist ja der helle Überwahnsinn. Bin ja mal gespannt, wann von World of Tanks die Nachfolger rauskommen, wo man jetzt Nachfolger da nicht wirklich zu sagen kann. Das ist World of Battleships nennt sie das, glaube ich, oder World of Warships und World of Battle Planes, Warplanes, irgendwie sowas. 1, 2, 3. Und die wollen sie dann nachher auch alle verbinden untereinander, dass man ja, Multifahrzeuggefecht dann hat. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir den.
Das finde ich ein ganz interessantes System übrigens, dass man da mehrere Spiele untereinander mit verbindet mit den einzelnen Möglichkeiten, dass man da zum Beispiel die Insel hat, da stehen Panzer drauf und da kreisen Schiffe drum und überall fliegen die Flugzeuge und das ist doch einfach herrlich, oder nicht? Also ich finde sowas eine saugute Idee. Und man kann die Credits, die man in den verschiedenen Spielen da verdient hat, womit man sich dann neue Ausrüstung kaufen kann, auch hin und her schieben, haben sie schon gesagt. Ob das mit Erfahrung auch funktioniert, weiß ich nicht. Die Erfahrungspunkte zum Kaufen neuer, ja, zum Kaufen neuer Fahrzeuge, Schwimmzeuge, Flugzeuge. Mal wieder alles abfackeln hier, Sekunde. 1, 2, 3, Schuss. 1, 2, 3, Schuss. 1, 2, 3. Und hier hinten muss er rein. So, da geht er lang. So, sehr schön. Das ist ja wieder ein Gebuddel hier heute. Das ist der helle Überwahnsinn, was wir hier wieder an Grabeaktivitäten machen. Weniger Monster kloppen, diesmal mehr buddeln wieder. Dieses elende Mistzeug von Kies, das kann ja wohl echt nicht mehr wahr sein. Der wuchert da auch echt überall, wuchert der. Kommen wir aber gut vorwärts hier, muss ich sagen, im Moment. Schade, haben wir noch nicht allzu viel Eisen gefunden hier leider. Aber man kann nun mal nicht alles haben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ich bleib immer einen davor hängen und dann... Das nächste Mal muss ich einfach einen weitermachen. Einen weitergraben, bevor ich die Fackeln setze. Dann komme ich auch besser hin. So, haben wir gleich wieder hoffentlich noch mehr Eisen hier. Ich möchte wieder was an unsere Schmelzung kippen können. Weil der arbeitet ja sowieso erstmal den ganzen Sand durch. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon außerhalb der Reichweite, dass die Blöcke noch geladen sind von da, von zu Hause. Sodass wir da jetzt eigentlich gerade gar nicht weiter schmelzen, denke ich mal. Wir haben auch reichlich Erde drinnen. Ich wollte den doch gar nicht nehmen. Ich wollte doch die Eisen, die Steinspitzhacke nehmen. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Hat geklappt. Sehr schön. Gut, dann gehen wir hier auch nochmal weiter. Ich glaube, da unten kommt nämlich gleich schon Wasser. Genau. Das sieht doch sehr schön aus schon mal. Ebene 50. Das heißt, wir könnten dann gleich wieder im Wasser irgendwo rauskommen. Und den nächsten Wassertunnel bauen. Eieieiei. Mal gucken, wie weit uns das hier noch bringen wird. So, ruppen wir das hier auch nochmal erstmal alles raus. Oh, da ist Eisen, sehr schön. Das hat er gesucht. Bevor ich jetzt hier aber weitermache mit dem Eisen, muss ich immer wieder Fackeln setzen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da ist ein bisschen mehr, wie es scheint. Dann nehmen wir auch mal die Steinspitzhacke für. Nicht, dass wir Eisen verbrauchen, um Eisen zu bekommen. Das wäre ja doof. Ne, ich höre schon wieder Lava. Ist irgendwo eine Lavatasche. Lavatasche, so rum. Eine Lavatasche bin ich ja selber. Wie machen wir das denn? Den nehmen wir erstmal raus hier. So, dann hat das jetzt da auch nichts mehr drin zu suchen erstmal. Erstmal hier wieder alles dicht kleistern. So. Ich höre hier doch schon von rechts, habe ich irgendwo Lava jedenfalls gehört. Ist nur die Frage, wo ist das Mistzeug? Und ich komme da jetzt nicht mitten irgendwo raus. Das wäre ja mal doof. Das würde mir gar nicht gut gefallen. Da ist es irgendwo zu hören. Wenn ihr Kopfhörer aufsetzt, so wie ich, dann müsstet ihr das auch hören können, dass es von rechts alles kommt. Fragen mich einige auch immer, wie kannst du das hören? Einfach mal Kopfhörer auf und dann kann man genau hören, wo die Lava herkommt. So, und wieder zurück und Fackelchen setzen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Letztens habe ich auch wieder ein schönes Spiel vorgeschlagen gekommen vom guten Exi. Der hat mir wieder eine kleine Liste gemacht mit so Spielen, die er gerade im Internet gefunden hat. Alles so eine Indie-Games, möglich auch Sandbox-Games. Da kennt er meine Vorzüge. Und da war eins dabei, was mich ziemlich interessiert hat, muss ich sagen. Das Ganze nennt sich Castle Story. Und ist eine Mischung zwischen Minecraft und, ja, wie soll man das jetzt sagen, Siedler vielleicht in der Art. Weil die ganze Welt ist ja auch in Blöcken eben aufgeteilt, wie eben in Minecraft. Aber man muss eine Burg bauen. Man hat verschiedene Viecher dann zur Auswahl. Ich glaube, da gibt es dann etliche, die man sich da ranzüchten kann.
Und ja, die kann man dann sagen, hier, die bauen das da ab und liefern das dahin. Und na, eigentlich ist das so ein bisschen wie Towns auch, ist auch noch mit drin. Aber die Grafik erinnert eher an Minecraft, muss ich sagen. Also das ist, müsste mal nach suchen, das Ganze nennt sich Castle Story. Ich habe jetzt nur gerade die Firma vergessen, die es hergestellt hat. Ich habe die guten Jungs auch schon angeschrieben. Das kommt dabei raus, wenn man gerade nicht bei der Sache ist. Alter, hier sind wir aber auch ganz schön tief gefallen eben. Ja, ja. Ich habe die auch schon angeschrieben per E-Mails, die das da gemacht haben, ob man da ein Let's Play von machen dürfte. Und ich warte noch auf Antwort. Mal gucken, ob das was wird. 1, 2, 3, 4. Da. 1, 2, 3, 4. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Hier vorne war nämlich irgend so eine alte Schlucht. Da sind wir gerade reingeknallt. Volle Kanne. So, hier müssen wir dann nämlich weiter rüber. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier uns schön rüber bauen. Snirr. Hilfe! Der will mir ans Leder, hä? So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann bauen wir uns jetzt hier erstmal eine Strecke aus, wo wir drauf langlaufen können. Du Affe, du! Wo ist die Sau? Sieh sie nicht. Da unten ist er! Habe ich einen Bogen dabei? Ja, ich habe einen Bogen dabei. Ich bin schlau, ich habe nur keine Pfeile. Ich bin dumm, verdammt. Eieieiei. Ach, hier war auch schon was. Sieh mal einer an. Hier ist auch schon Schlucht unter. So, hier müssten wir ja weiter rüber. Damit wir hier dann den Brückenkopf jetzt hier so ein bisschen ausbauen können. Und das hier mal alles rausruppen, damit wir hier die drei Breite wieder hinbekommen. Und ich grabe mich jetzt nicht aus Versehen in die falsche Richtung, aber ich denke mal, das wird wohl so richtig rum sein. So, das sieht doch schon mal nach was aus. Und jetzt können wir hier nämlich schick alles reinsetzen. Dann kann der uns hier auch schnell nicht mehr runterschießen. Er versucht es trotzdem, die alte Potsau. Wow! Erstmal wieder nach oben, irgendwo hin, außerhalb der Reichweite von Creepern. Hilfe! Die alte Sau, das kann ja wohl nicht wahr sein. Komme ich da irgendwie rüber? Kann ich hier irgendwo was an Fackeln setzen? Hilfe, danke. Nee, kann ich nicht. Schade aber auch. Das heißt, wir werden uns jetzt hier erstmal ein Steak genehmigen auf unserem Türmchen hier oben. Eieieiei. Damit wir da weitermachen können. Wo kommen wir denn überhaupt? Ach, da oben, da müssen wir hin. Okay. Da werde ich mich jetzt erstmal einmal hochbauen müssen. Zum Glück haben wir genug Steine dabei. Ebene 50, hier sind wir richtig. Und dann geht's zurück. Huch. Wie sind wir denn jetzt hier gelandet? Wann habe ich das Ding denn gebaut? Gerade eben noch beim Runterfallen, oder? Eieieiei. Das decken wir mal eben zusammen. Was? 23 Eisenerz haben wir jetzt schon wieder? Ich bin ja fast begeistert schon wieder hier von mir. So, das hier muss irgendwann mal runter. Nee. Ich habe irgendwie gerade die Schnauze voll hier. Ich gehe gleich nach Hause und hol Pfeile. Was ist das da unten? Ist das Cobblestone oder ist das... sieht merkwürdig aus. Gut, gehen wir hier kurz vorwärts und bauen hier nochmal eben ein bisschen was hin. Ja. Und, wow. Ja, so viel zu, wir gehen da mal eben kurz hin. Die sprengen uns hier alle über den Jordan, das ist gar nicht nett von denen. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ende.